Walter Straten führte in der Bild-Sportredaktion ein Interview mit dem Trainer der Bundesligaspieler von Blau-Weiß, nämlich Bernd Hoss. Und dazu schalten wir um in die Redaktion der Bild-Zeitung. Herzlich willkommen in der Sportredaktion von Bild, Bernd Hoss. Sie kommen frisch geduscht, frisch gewaschen vom Nachmittagstraining von Blau-Weiß 90. Ganz aktuell, was macht der Verletztenstand von Blau-Weiß? Ich hoffe, es sind keine neuen dazugekommen. Nein, Verletzungen nicht, aber der Zustand der gelben Karten, was Clark und Schlegel betrifft, ist da, wobei Alan Clark heute zusammen mit Stark nicht trainieren musste, weil Clark eine Erkältung hat und Peter Stark mit zweitägiger Pause geschont wird. Blau-Weiß 90 ist nach Minuspunkten zurzeit die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Steuert Blau-Weiß den Wiederaufstieg zu? Ja, das wird die nächsten Spiele sich ergeben. Ich glaube, es wäre im Moment zu früh, in diese Richtung falsche Hoffnung zu wecken. Man sieht ja doch, wie schwer wir uns im Moment tun, wenn in der Mannschaft personell oder durch andere Dinge, Verletzungen und dergleichen mehr, uns etwas zustößt. Und von daher wäre es verfrüht. Aber ich lasse auch keine Frage auf, wenn es uns gelingt, soll dieses, wenn es von der Mannschaft umgesetzt wird, natürlich auch irgendwo, oder kann es ein Aufstieg sein, sage ich mal so. Ich meine, in dieser Liga hat eigentlich ein halbes Dutzend Mannschaften, vielleicht sogar noch mehr, noch die Chancen, einen der ersten drei Plätze zu kriegen. Nur dann stellt sich, glaube ich, für jede Mannschaft die Frage, wie kann man es in dieser Besetzung mit der Bundesliga halten? Frage, wenn Blau-Weiß das große Ziel schaffen sollte, was muss sich ändern und wie viel muss sich in der Mannschaft ändern, um überhaupt in der Bundesliga eine reelle Chance zu haben? Wir haben jetzt schon als, wie ich meine, als einziger Verein aus dem großen Spitzenbereich, ich würde mal sagen sieben Vereine, schon jetzt die größten Probleme, personell gesehen, das durchzustehen, wenn ich Köln und Wattenscheid nehme, was dort noch an Substanz sitzt. Und aus der Erkenntnis heraus würde sich für Blau-Weiß natürlich für einen Aufstieg eine Wahnsinnsveränderung oder ein ziemlich stark orientiertes Verstärken der Mannschaft geben. Zumal es ja auch so ist, dass die Mannschaft, wie ich meine, vom Alter her einen Nachteil hat. Und zwar fehlt im großen Teil das Mittelalter. Wir sind also in der Konstruktion der Mannschaft für einen Aufstieg ganz, ganz schwer dran. Jetzt sage ich wir, aber ich meine, ich bin jetzt noch dabei. Aber wenn die Frage also mit Aufstieg geklärt ist, dann gibt es für die Verantwortlichen sehr, sehr viel Arbeit. Für die Verantwortlichen zählen Sie sich da nicht mehr mit dazu? Sie haben Ihren Vertrag gekündigt bei Blau-Weiß 90? Ja, und so ist das Stand im Moment. Und ich verhehle nicht, dass wenn ich gefragt werde, wenn mein Rat in jeder Art bei Blau-Weiß gefragt ist, dass ich da so antworte, so beistehe. Aber ich gehe einfach davon aus, dass für mich die letzte Saison im Juni bei Blau-Weiß und damit auch die Konzeption für die neue Saison beendet ist, beziehungsweise von mir nicht gemacht werden kann. Wenn, dann nur beratend. Warum steigen Sie auch aus, auch wenn Sie vielleicht Ihren Triumph schaffen und zum zweiten Mal mit Blau-Weiß in die Bundesliga aufsteigen würden? Ja gut, ich gehe immer davon aus, wenn das nochmal gelingen würde, dann glaube ich, war das eine fünfjährige positive Sache, auch ohne Aufstieg, meine ich, war es 5 Jahre sehr gut. Und die Problematik, in ein 6. Jahr zu gehen, die ich vielleicht, und glaube, das sagen zu können, etwas anders einschätze wie mein Verein oder meine Umgebung, die sind ziemlich schwieriger. Und da gehe ich einfach von der Situation aus, die für mich Gültigkeit hat. Der Verein kann nicht sehr viel in seine Spiele investieren und kann aber eher mit einem neuen Trainer einen gewissen Neuanfang machen. Und ich halte das für beide Seiten, sowohl für mich als auch für den Verein, das Beste. Bei welchem Bundesliga-Club oder bei welchem Club überhaupt wird man Sie wiedersehen? Ich meine, in Hannover wird ein Platz frei zum Saisonende, in Kaiserslautern wird ein Platz frei. Ich bin überzeugt, dass es noch ein paar Plätze frei gibt. Nur ich bin keiner, der spekuliert. Ich weiß im Moment gar nichts, als dass ich hier meinen Auftrag ausführe und der mich kennt, weiß, dass da Gewissenhaftigkeit dabei ist. Und was die Zukunft bringt, glaube ich, ist der momentane Stand so, dass es, wie ich meine, zu früh ist. Jetzt trachten nach einem Verein. Ich meine einfach, das geht noch 4, 6 Wochen ins Land und bis dorthin tut sich bei dem einen oder anderen Verein auch noch was. Ich schließe für mich persönlich auch das Ausland nicht aus. Gab es da schon Kontakte hin?
Nein, da gibt es keine Kontakte. Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die eigentlich schon seit Jahren besteht. Und ich glaube doch, dass ich kein Unbekannter bin, sodass ich von daher hoffe, dass mir es gelingt, in der neuen Saison zu arbeiten. Wenn nicht, dann bin ich fast auch der Meinung, dass ich mal ein Vierteljahr aussteigen kann und mich wieder erholen. Denn eines kann ich jedem sagen, die 5 Jahre Blau-Weiß waren nicht so leicht wegzudrücken, auch im Gesundheitlichen oder in der Belastung selber. Sie sagten, es gibt da vielleicht eine Möglichkeit, können Sie sagen, in welchem Land es wäre? Das wäre Spekulation und das kann ich im Moment nicht. Sie sagten, gesundheitlich sind diese 5 Jahre doch ganz schön in Ihnen an die, weiß ich nicht, Nieren, in die Nerven gegangen. Nein, ich meine, ganz einfach waren die 5 Jahre mit all dem, was doch in Berlin oder was ja hier bekannt ist, ziemlich anstrengend, ziemlich hart. Und von daher, ich bin deshalb nicht krank geworden, aber ich meine ganz einfach, dass die 5 Jahre viel Kraft gekostet haben. Sie haben sich auch rentiert oder die Kraft hat sich rentiert. Und von daher meine ich einfach, 5 Jahre, ich hätte das früher vielleicht gar nicht geglaubt, dass man ganz einfach die 5 Jahre Blau-Weiß mit all der mit all dem, was sich abgespielt hat, machen kann. Und deshalb, ich meine einfach, die Zeit ist für mich abgelaufen und von daher sehe ich das nur positiv für den Verein. Sind 5 Jahre Blau-Weiß so anstrengend wie 10 Jahre bei einem anderen Verein? Ich meine, das Umfeld ist ja doch schwieriger. Ach nein, das ist jeder Verein sucht den Erfolg und jeder Verein hat natürlich irgendwelche Besonderheiten. Für mich war eines bei Blau-Weiß natürlich hervorragend, dass ich von Seiten vom Vorstand totale Freiheit hatte und arbeiten konnte, quasi so, wie es mir vorschwebt. Damit musste ich natürlich auch Dinge auftun, die auch mir vorgeschwebt haben. Das war in sich dann die Arbeit. Es gibt wieder andere Vereine, wo vielleicht professionell seit Jahren gedacht ist. Damit hat man aber auch wieder andere Probleme. Denn, wie gesagt, mir hat nie einer reingesprochen und das schließt sich mit Sicherheit bei anderen Vereinen nicht so ideal aus. Aber dieses verlangt natürlich von demjenigen, der sich mit den Freiheiten auch abgeben darf, ganz einfach Arbeit und Engagement. Sie sagten Freiheiten vom Vorstand, das heißt aber auch, dass der Vorstand Sie manchmal vielleicht ein bisschen hat hängen lassen. Ach, ich sehe es nicht so. Ich habe mich einfach sehr schnell mit der Konstruktion von Blau-Weiß angefreundet. Wir hatten seinerzeit, als ich Blau-Weiß übernahm, Platz 17 und habe mich konzentriert auf den sportlichen Effekt. Sicher, und das soll kein Vorwurf sein, nur eine Feststellung, sind eigentlich die letzten 5 Jahre nach spätestens oder in der Zeit der Bundesliga, des Aufstiegs und der Bundesliga selber, verschiedene Elemente, die man gebraucht hätte, nicht so mitgegangen in der Struktur, wie es vielleicht angenehmer gewesen wäre. Aber wer da Schuld hat und ob das jetzt mit der Blau-Weiß-Vereinssituation zu tun hat, das weiß ich auch nicht. Es wurde halt nicht in dem Umfang quasi Fehlendes aufgearbeitet, in etwa in Angleich an das, was in der Bundesliga gang und gäbe ist. Sportlich haben wir es versucht, sicher. Man weiß es ja, dass die Wirtschaftlichkeit dazu natürlich auch lebenswichtig ist. In der Richtung sind wir sicherlich stehen geblieben. Und hier konnte, wenn man jetzt so will, von Seiten vom Verein mit Herrn Maringer oder durch Herrn Maringer natürlich etwas aufgefangen werden. Aber mir war schon immer klar, dass ein Einzelkämpfer wie Maringer auf lange Sicht ganz einfach genauso wenig durchstehen kann im Finanziellen, wie es unter Umständen auch jetzt auf mich vielleicht zukommt, wenn man sagt, 5 Jahre geackert, man hat vielleicht mal das Bedürfnis, mal mit mehr Ruhe oder mit neuen Aufgaben konfrontiert zu werden, die einen dann wieder frei machen. Ich meine, ich weiß, Bebler weiß täglich, was läuft, darf da, wie gesagt, arbeiten und das könnte irgendwann auch frustrierend sein ins Negative, dass man einfach stehen bleibt, dass einfach die Impulse fehlen. Und ich weiß im Moment auch gar nicht, wo man noch zusätzlich Impulse geben könnte, als die, dass der Verein jetzt halt versuchen muss, seine Situation irgendwie zu verbessern und ich versuche im Sportlichen das, was im Moment da ist, so fertig zu kriegen und in den Verlauf der Rückrunde reinzubauen, dass wir dann am Schluss irgendwelche, wenn es geht, gute Positionen, die mit dem Aufstieg oder Platz 3 oder was auch immer zu tun hat. Hertha BSC steckt im Abstiegskampf und dennoch gibt es einen Wirtschaftsrat, der mehrere Millionen für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt hat. Bei Blau-Weiß ist umgekehrt, Blau-Weiß steht mit oben. Aber es gibt keinen Wirtschaftsrat, der Millionen zur Verfügung stellt. Warum hat
blau-weiß in der Berliner Wirtschaft so schlechte Karten? Tja, jetzt muss ich persönlich sagen, dass mir viele Dinge bekannt sind, warum, aus den Gesprächen, dass ich aber natürlich auch nicht ganz verstehe, wie die Situation hier in Berlin ist. Also es fällt einem fast schwer, dieses so, wie es ist in Berlin, zu glauben. Aber es ist nun mal Wahrheit, es ist nun mal Tatsache. Und woraus das kommt und warum, das würde ich mal im Moment für mich behalten. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich würde auch meinen, ich kann es momentan nicht ändern. Hat Sie das nicht in allen 5 Jahren gestört, dass Blau-Weiß trotz aller sportlichen Erfolge immer die graue Maus oder die arme Kirchenmaus ist? Ja, gestört hat es mich eigentlich deshalb nicht, weil mir persönlich und auch der Mannschaft gegenüber wurde ja ziemlich positiv bescheinigt, was wir in der Lage sind zu leisten und was wir umgesetzt haben. Möglicherweise in Berlin nicht ganz so oder man konnte das ganz einfach nicht so akzeptieren. Aber wir sind ja doch in Westdeutschland und jetzt auch als Mannschaft irgendwo in einem oder haben einen Stellenwert, der ist so schlecht nicht. Und von daher war ich eigentlich immer zufrieden. Ich bin eigentlich auch nur einer von vielen in einem Verein. Aber wenn es dem Verein in seiner Gesamtheit so nicht gelingt und gelingen konnte, wie gesagt, ich bedauere es, aber... Darf man unter diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen Blau-Weiß eigentlich den Aufstieg in die Bundesliga wünschen? Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Man kann den Sport nicht unbedingt immer so ausloten, wie man es möglicherweise gern hat. Meine Frage an verschiedene Leute in Berlin, die war, wie hätte er das denn eigentlich gern? Wollt er noch ein Jahr zweite Liga, kommt dann Geld? Oder was tut er denn, wenn Blau-Weiß aufsteigt, dann muss auch Geld kommen oder kommt wieder keines? Ich bin eigentlich jetzt mal persönlich knallhart und mit der Sorge, dass wenn diese Situation so bleibt, es ganz einfach bei Blau-Weiß nicht mehr lange, mit Sicherheit nicht mehr so gut, wie es die letzten 5 Jahre war, weitergehen kann. Das könnte sogar den Ausstieg aus dem Profifußball langfristig. Ja, aussteigen sollte man nicht, denn dazu besteht sicherlich kein Grund. Man müsste vielleicht andere Dinge versuchen, um dieses Aussteigen zu verhindern. Allerdings, und ich weiß es, dass seinerzeit Mainz 05, auch gesponsert von Blendax, irgendwann gesagt hat, naja, der Hoss ist weg, der hat dort also auch sehr viel artverwandte Dinge gemacht wie hier, der Hoss ist weg und wir geben jetzt noch ein Jahr Geld und dann ist für uns die Sache erledigt. Ich glaube, dass die es damals bedauert haben, diesen Verzicht, aber es war fast ähnlich wie hier, dass es der Verein als Verein selber gar nicht mehr konnte. Aber jetzt im Nachhinein, als ich Mainz die Persönlichkeiten noch sprechen konnte, sie haben es irgendwie bedauert. Sie wollten aber auch nicht mehr so zurückfahren, wie es möglich notwendig gewesen wäre. Und von daher ist es für den Verein, was Blau-Weiß betrifft, eine furchtbar schwierige Situation, diese, ich sage, das Dilemma oder diese Schwierigkeit in den Griff zu kriegen. Also hier ist keiner, der in der Verantwortung steht, zu beneiden. Das ist ganz schwer. Gehört Hertha BSC die Zukunft in Berlin? Ja gut, die Hertha hat, Sie sprachen gerade es an, vom Finanziellen her eine Basis. Ich weiß auch darum und würde sagen, dass so schnell auch mit diesem Finanziellen es nicht möglich ist, von heute auf morgen eine Mannschaft zu finden. Wenn die Zukunft bei Hertha auch im Wort Zukunft beinhaltet ist, dass sie sich also Zeit geben und dass sie die Entwicklung ganz einfach so verstehen, dass sie jetzt im ersten Jahr Aufsteiger sind und unter Umständen vielleicht in 3 Jahren dieses ganze Gebäude ergänzen mit den Möglichkeiten, dann schließe ich einfach nicht aus, dass das dann Zukunft für die Hertha eine sehr gute ist. Möglicherweise, weiß ich aber nicht so genau aus der Vergangenheit, eine bessere als seit ich Hertha kenne seit 5 Jahren. Dann könnte dieses eine Situation werden, wo die Hertha ziemlich stark profitiert. Aber Trainer von Hertha BSC werden Sie nicht. Ich muss mal mit dem Herrn Rohloff sprechen, wie er sich das denkt. Aber im Moment hat er mit dem Werner Fuchs einen guten Trainer und ich behalte mal meine Wohnung in Berlin und man sieht mal, wartet ab, was noch kommt. Achso, Sie behalten erstmal Ihren Wohnsitz in Berlin? Ja, natürlich. Mir gefällt es hier so gut und dann soll ich den Hals über Kopf weg. Im Moment habe ich ja keine Chance und weiß auch keine Stadt, also folglich bleibe ich hier.
Wer wird denn Ihr Nachfolger bei Blau-Weiß? Der Vizepräsident Malinger hat mal den Dieter Renner zuletzt in Offenbach ins Gespräch gebracht. Hm. Auch ein Schwabe wie Sie. Also ich will ja Hans Malinger nicht eingreifen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dieter Renner hier mein Nachfolger wird. Ich wüsste den anderen und das ist jetzt... Sagen Sie. Nein, nein, das tue ich nicht. Der ist sicherlich in Berlin auch kein Unbekannter. Nur das allein muss der Verein entscheiden. Und da würde ich meinen, dass das für den Dieter, ich glaube nicht, das Ideale wäre. Warum? Tja, es gelingt in Berlin nur einem Schwaben, das so zu machen. Aber ich sehe beim Dieter Renner ganz einfach seine andere Problematik. Zwar dahingehend, dass er ja doch auch vom Schuldienst doch befreit ist und dass ich im Moment nicht weiß, wie er reagiert, ob er bei dem Geschäft bleibt, denn dann wäre die Zeit abgelaufen, wo er sich bekennen muss zum Vollprofi oder zum Trainerjob oder er geht wieder zurück. Ich weiß nicht, was Dieter da macht, aber wenn es Dieter wird, dann wünsche ich ihm natürlich genau wie jedem anderen, dass es ihm gelingt, Besseres zu machen, als es mir gelang. So, Ihnen ist ja alles gelungen. Vieles. Aufstieg, erstmal den Klassenerhalt in der zweiten Liga. Was war in all den 5 Jahren Ihr schönstes Erlebnis? Tja, der Aufstieg sicherlich war in der Inkonsequenz schön, aber dieses Jahr vor dem Aufstieg oder diese ganze Saison, die war für mich eigentlich so vielsagend, weil seinerzeit, und ich erinnere jetzt mal an die Möglichkeiten, als ich Blau-Weiß übernahm, hatten wir im ersten Jahr den 7. Platz gemacht und von mir kam dann der Spruch an Vorstand, als die Frage kam, was wird verpflichtet? Ich sage gar nichts, der Bund ist beim VfB. Die quetsche ich so aus, dass sie also mit Sicherheit Platz 5 erreichen. Und daraus wurde dann der sogenannte Aufstieg. Also von daher war dieses eine Saison in der Gesamtheit als Erlebnis. Denn es war ja nicht abzusehen mit dieser meiner Prognose, dass dieses gelingt. Aber ich war immer überzeugt, dass so viel Substanz in der Mannschaft liegt, dass also 2 Plätze besser dazustehen, wie es ja vorher ein realistisches Ziel war. Und dass es dann der 2. wurde, das war schon schön. Aber insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, trotz dieser harten Zeit oder diesen harten 5 Jahren, und das ist in jedem Verein sportlich so, man verlangt von allen nur Erfolg, muss ich sagen, das Positive überwiegt, weil ich hatte eigentlich mit der Mannschaft so gut wie 0 Probleme und die Probleme, die es gab, naja, die gehören her. Aber insgesamt muss ich sagen, es war eine Bombenzeit und ich würde auch viele anderen Schwierigkeiten oder schlechten Zeiten, Bundesliga-Abstieg war ja so ein Thema, nicht jetzt an erster Stelle stellen, sondern das andere, das Positive ist also ziemlich schwerwiegender als wie das, was so die Nebenerscheinungen im Negativen waren. Bernd Hoss, vielen Dank für Ihren Besuch in der Sportredaktion von Bild. Ich hoffe, das war nicht Ihr letzter, auch wenn Sie vielleicht zum Saisonende diesen Verein verlassen werden. Aber ich denke, dass wir uns irgendwo, irgendwie auf irgendeinem der Fußballplätze dieser Welt wiedersehen. Vielen Dank nochmal. Und wir sehen uns in der Sportredaktion von Bild wieder am 30. März. Bis dahin, tschüss.